Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind dabei, auf zwei Feldern Rüben zu ernten. Wir sind dabei, Felder zu sehen, neu anzusehen. Wir haben gerade eben in der letzten Folge haben wir Mischration verkauft, schon mal ein bisschen, also 300.000 Liter. Und jetzt bin ich gerade dabei, Kompost zu holen, um ihn zu verkaufen. Gibt es beim Getreidehandel das meiste Geld, nicht wirklich viel, was es da gibt. Aber immerhin. Also es werden irgendwie, weiß ich nicht, 120.000, 130.000 Euro sein jetzt hier für so eine Ladung. Aber bevor ich da das nachher verschenke, da gar nichts mehr für gibt oder so. Nee, das muss nicht. Voll. Sehr schön. Zum Getreidehandel. Ich weiß, er ist hinter mir. War trotzdem außen rum. Machen wir es ja anständig. Die BGA habe ich auch noch nicht einmal benutzt. Ne? Nicht ein einziges Mal. Vielleicht sollte ich da mal 5 Siloballen, Silageballen haben. Vielleicht sollte ich eigentlich sogar noch mehr Silage machen. Was ist da noch nicht für? Dauert doch alles. Ich meine, klar habe ich noch einige Folgen Zeit, aber so ewig dann auch nicht mehr. Auch alles ist schon absehbar, dass da irgendwann was. Kompost. Ja, 71.000, ich sag ja, das gibt irgendwie so hinfahren mit beiden Anhängern. Irgendwie so 130.000, 140.000 Euro. Ist nicht die Welt, aber ist auch nicht nix. Nein, richtig Geld verdienen wir nachher, wenn wir unseren Schnaps verkaufen. Wenn wir überhaupt noch Schnaps haben. Weiß ich gar nicht. Gucken gehen. Aber im Moment bin ich ja eher so dabei, dass ich mal alles konsolidiere. Wir sind noch am Ernten. Wir sehen auch nochmal aus. Das heißt, wir werden auch nochmal ernten. Das machen wir auf jeden Fall. Bevor wir auf die nächste, auf die neue Map switchen. Ich werde da jetzt nicht das ganze Zeugs einfach so verschenken, dass ich dann noch wieder angesehen habe. Sondern ernten werden wir auf jeden Fall nochmal. Ich werde jetzt keine neuen Felder mehr kaufen, glaube ich. Das macht jetzt keinen Sinn. Sondern da werde ich warten, bis wir auf der neuen Map sind, weil dann kann man auch gucken, vielleicht auch Felder gibt, die irgendwo angenehmer gelegen sind. Irgendwo ist jetzt Kompost am teuersten. Beim Depot, naja klar. Ich muss ihn ja jetzt nicht verkaufen. Nur weil ich jetzt hier stehe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt hier verkaufen muss. Ich fahre jetzt gleich ein Stück vor, dass hinten der Anhänger voll gemacht wird, damit hier mein Komposter weiter arbeiten kann.
dann damit mache, das weiß ich noch gar nicht. Schaue ich dann mal. Wir sollten gleich mal. Ups. Okay, da. Ich frag mal hier oben links in der Übersicht. Okay, der holt sich da wahrscheinlich jetzt gerade. Geht jetzt gerade einer ab. Warum lädt der andere nicht ab? Klaas hat da irgendeine Meldung. Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich fahre erstmal ein Stück vor. Mit dem los. So, fährt der nicht. Was ist das denn jetzt? Da vorne so viel. Da vorne so viel. Warum auch immer er das daneben gekippt hat, kann ich nicht sagen. Muss ich da aber gleich mal irgendwie erstmal sauber machen. Da ja nicht mehr so viel Rüben rum. Ist ja jetzt auch nicht schön. Ja, machen wir Milch, machen wir dann. Boah, da habe ich das Gewicht abgekoppelt. Wieso habe ich das denn gemacht? Der Scheiß denn? Alter. Alter im Text. Ja, ich weiß, ich habe keine Schaufel dran, aber vielleicht kann ich es ja damit irgendwie schieben. Ich kann es ja einfach zurück Richtung Silo schieben, dass zumindest die Fahrzeuge dadurch. Das nicht. Entschuldigung, meine Kamerasteuerung und der Frontladersteuerung etwas durcheinander gekommen.
Das hilft nicht. Also muss ich gleich tatsächlich hier mit dem großen Radlader herkommen, ne? Einer muss es ja tun, bevor ich mir hier alles kaputt fahre und alles richtig spielt. Hat ja keinen Sinn. Zur zuckerigen Fabrik. Nicht Zuckerrüben, sondern Zuckerfabrik. Nicht Quatsch. Ich stelle ja keine Zuckerrüben her. Damit, wie viel Euro gehen wir in die nächste Map? 5, 6, 7, 8 Millionen? Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was wir überall noch in den Produktionen haben. Bier haben wir noch ein bisschen. Aber nicht viel im Moment. Aber wir produzieren noch kräftig Bier. Das auf jeden Fall. Und oh, ich sehe schon Aufnahmen. Wieder alles andere als flüssig, warum auch immer. Ist das jetzt an dem Fahrzeug hier, mit dem ich fahre? Dass ich hier so Buckelbilder habe. Das ist eh die letzte Folge in dieser Session, die ich aufnehme. Damit soll es dann für heute mal genug gewesen sein. Aber ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich will noch eben wenigstens den Weg frei machen. Der eine Abfahrer ist nämlich jetzt schon wieder voll. Ich weiß, der fährt da jetzt gleich hin. Ich muss nur hoffen, dass ich schneller bin als er. Da wendet er. Nein, er wird nicht schnell. Ich werde schneller sein. Ist. Salat stecken. Begrenzungsfahrer. Oh. Ein. Oh. Als wenn er ablädt, aber er lädt gar nicht ab. Ich hier. Unglücklich von mir, ne? Sie ist hier rein. Da drin jetzt irgendwie zu rangieren.
Und ziemlich doof. Aber jetzt könnte es vielleicht recht klappen. Ja, passen. Ja, mehr brauche ich ja auch eigentlich erstmal gar nicht. Ja, hier vorne erstmal frei machen. Für, der mir anzeigt, wo ich mit meinem Frontlader bin. Es dauert. Ich mache jetzt nochmal eine etwas längere Folge. Dann ist auch bald gut. Wie kriege ich denn da nichts rein? Schaufel. Und Zuckerrohr. Ist doch nicht normal. Schon eine große Schaufel. Klingt jetzt schon echt komisch, wenn ich nichts wegkriege. Hallo. Das muss aber auch nichts mehr. Gibt's doch nicht. Geht mir jetzt gerade ziemlich auf den Keks, ne?
dann wollen wir mal gucken, was der jetzt sagt. Da sollte ich ja wohl drüber hinwegkommen. Ja, und? Hätte er jetzt nicht? Soll nicht sein, dass du da deshalb durchdrehende Reifen hast. Wegen so einem kleinen Pille-Falle-Hügel. Ja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, mich abonniert und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!